So, das wird jetzt sogar am Ende wieder weißlich. Also das ist sehr schön. Ah, so ein Hydroskop. Wie nennt sich das, wenn es praktisch so extreme Oberflächenspannung herrscht? Ne, man sieht jetzt hier, das ist das Alu. Das wird jetzt nach einer Weile grau, wie hier. Ich glaube, es wird dann sogar ein bisschen weiß. Hier habe ich jetzt einfach so in ein Tuch gemacht. Und irgendwie ganz einfach, kriegen wir hier destilliertes Wasser. Und hier die Mischung. Da habe ich 6 zu 1 gemacht, weil ich das halt damals so gekauft habe. Und dann erstmal hier in die 220 Milliliter, 10 Milliliter Wasser einsaugen. Dann mit dem Nitrilhandschuh, wo haben wir hier die? Praktisch unten zuhalten, oben die Stempel rausziehen. Und dann kann man hier Plastiklöffel. Da so ein paar, weiß ich nicht, so ein, zwei, drei Esslöffel rein. Und das wird dann schon warm. Also wenn man es dann so anfasst, irgendwie wird es warm. Kann man ein bisschen schütteln. Praktisch die Stempel wieder reintun, irgendwie dann ein bisschen schütteln. Und danach kommt dann halt, kann ich gleich machen mit dem Multimeter. Na ja, gut, kann man. Also hier piekse ich jetzt mal rein und halte hier drauf dann, ne, 0,5 Ohm. 0,4 Ohm jetzt hier auf das andere, ne, da, auf dem Aluminium, haben wir da 40, 14, 30 Ohm. Und hier 0,5, ne, also das funktioniert. Ja, und man kann so fertige Lösung kaufen, so für 20, 25 Euro. Muss man irgendwie so Aluminium-Vorbehandler, muss da googeln, Zinkat-Beizer. Da gibt es noch so irgendwie so Komplexe drin, die dann praktisch das Zinkoxid irgendwie feiner irgendwie in Lösung geben, sodass es nicht so in so groben Klötzen ablagert, weil das dann leichter abgekratzt werden kann. Ja, aber hier einwandfrei. Und die Handschuhe nicht vergessen und die Schutzbrille. Und immer erst das Wasser, wo haben wir es? Und dann irgendwie die Chemikalie dazu. Nie umgekehrt. Die Pole gereinigt. Aceton wäre vielleicht besser gewesen, weil keine Ahnung, was da an Öl noch in dem Universalverdünner ist. Hier einfach Taschentuch. Dann hier hat man so ein Loch, ein bisschen drauf reiben. Ich habe halt hier so schon die Gewindestifte drinne gehabt. Andere haben da so ein Loch, was vielleicht nicht so gut wäre. Hier abgeklebt, damit ich weiß, wo es wieder hinkommt. Hier, ne, meine Zellverbinder. So, dann fangen wir jetzt mal an. Sieht man das jetzt hier? Ja, da kommt immer noch so weißes Pulver runter. Ich denke mal, dass das das Zink ist, aber wenn es das Zink ist, dann wird er halt. Ja, jetzt ist es nur noch lauwarm. Das war so eine 10 Milliliter Spritze. Ich könnte auch die 5 Milliliter Spritze wahrscheinlich nehmen. Das reicht locker aus. Ich habe es auf 200 Grad eingestellt, damit man kann ab und zu nebenbei vielleicht das Plastik, dass das jetzt nicht auf 50, 60 Grad geht. Ja, weil die Aluminium, ich meine nach innen, die leiten die Wärme natürlich prima ab. Ja, aber so 10 Grad, 10, 15 Grad schafft man schon, da hat man schon so eine dreifache Reaktionsgeschwindigkeit. Ja, 26 gegenüber hier. Naja, auch nicht viel weniger. Obwohl, da habe ich, hier haben wir die 18. Das war der Richtung, der Luftstrahl. Jetzt habe ich es abgetupft zweimal. Und da, wo ich so gekratzt habe, ist es eigentlich blank geblieben. Deswegen mache ich jetzt nochmal einen zweiten Durchgang. Ich denke schon, dass es ein bisschen grauer ist. Ich habe hier nochmal andere abgeschraubt, um zum Vergleich zu sehen. Die unbehandelten sind, ja, man sieht schon so ein bisschen, dass sie hier so gräulich sind. Ja, während die sonst unbehandelten noch blank sind. Also jetzt abtupfen, dann zweimal mit
destilliertem Wasser getupfte Tücher abtupfen und dann zusammenschrauben. Destilliertes Wasser drauf machen. Und dann kann man sie noch so ein bisschen anpassen, dass sie richtig komplett drüber und dann einfach draufstoßen. Nicht reiben, dann würden wir ja die dünne Oxid-Zink-Schicht schon wieder abmachen. So, jetzt haben wir die 50, 51 Ampere. Nehmen wir mal eine alte Zelle. Da haben wir jetzt 2,4 Millivolt oder an einer anderen Stelle 2,1 Millivolt. So, jetzt kommen die neuen. Da habe ich auch von Kupfer oben bis Kupferende habe ich 2,8 Volt. Na, auch 1,7, hier ist ein bisschen kürzer, 1,2, 1,6, 1,5 und die ist wieder ein bisschen kürzer, 1,2 und der Übergang zum Pol ist jetzt hier nur 0,7. Und okay, hier, das ist die Glasplatte, die mal doppelt so groß war und dann habe ich halt hier, ist ein Spiegel, das war mein erstes Möbelstück. Dann kam später Bett dazu, etc. Und hier, das ist die besagte Aluminiumlampe, wo halt der schön Strom hier über Aluminiumröhre und naja, dann brannte sie halt nicht. Und deswegen hier sieht man noch so ein bisschen das Schwarze. Und hier, wenn man da drauf drückt, dann leuchtet sie nach 25 Jahren, 30 Jahren, da weiß ich nicht. Wie alt diese Lampe jetzt schon ist. Ne, da ist noch so ein alter Halogenstab drin. Ist ein bisschen schief. Müsste man mal neu justieren, aber ich wohne hier eh nicht mehr. Das ist jetzt hier nur noch Elektronikbaustelle.